Ja, Servus Fahid und natürlich auch an meine lieben Geschwister, Freunde, Feinde, die dir noch am Überlegen sind. Wir machen direkt weiter mit dem Frage- und Antwortspiel. Und dann wollen wir doch mal direkt anfangen. War Adolf Hitler ein Moslem? Ich habe ein Video gemacht da von Christian Anders, das habe ich aufgezeichnet und hochgeladen. Ein Teil von diesem Video, oder ich glaube sogar das Ganze, bin mir jetzt nicht genau sicher. Das heißt, Adolf Hitler war Moslem oder sowas. Such das einfach in meinen Videos. Untersuche, da siehst du das, da tut Christian Anders genau schon sagen, was Adolf Hitler über die Ideologie des Islams gesagt hat. Goebbels, ja, was die haben eigentlich so eher den Islam angehimmelt, ja, und eher das Christentum verpönt, ja, also den Christentum sogar die Schuld gegeben, dass er Adolf Hitler für den Krieg verloren hat. An alle Muslime, die sagen, Adolf Hitler war Christ, ja, noch geistig Behinderter kann man gar nicht sein oder ungebildeter, ja, eins von beiden oder halt eben Tachia, ne? Manche Moslems sollte man. Ich werde ein Video mal machen, nochmal darüber explizit. Ich hatte mal eins gemacht. Ich gucke mal, ob ich schon gelöscht habe oder nicht. Ja, das heißt, glaube ich, war Adolf Hitler Christ. Deshalb musste ich aber, glaube ich, löschen, weil ich da ein bisschen zu krass abgegangen bin. Guck mal, ob das auch da ist. Ich gucke dann her auch nochmal. Ansonsten, wenn es nicht da ist, werde ich nochmal explizit ein Video darüber machen, ob Adolf Hitler Moslem oder eher Christ war oder war, ja. Gut, manche Moslems sollte man lebendig verbrennen. Also also Aussagen von dir oder rhetorische Antworten von dir habe ich nicht mitgenommen in die Frage und bis auf manche solche Sachen, weil manche Moslems sollte man verbrennen. Lieber Fahid, wir sind ja keine Alis, ja, wir sind keine Alis. Also Mohammed wollte Menschen verbrennen, weil sie nicht beten, ja. Das hat dann Ali gemacht. Ali hat Menschen verbrannt, weil sie nicht gebetet haben. Das muss man sich mal reinhören. Seine eigenen Landsleute, Leute von seiner eigenen Sippe verbrennen, weil sie nicht beten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Menschen aus seiner eigenen Sippe, aus seiner eigenen Umgebung, den du vorher als Kind vielleicht gekannt hast, ja, der dein Nachbar war oder bei dem du mal Kamelfleisch kaufen oder Kamelpisse trinken. Okay, das kam ja nach dem Glauben, Entschuldigung, ja. Aber. Oder wahrscheinlich, vielleicht wurde es übernommen, wissen wir nicht. Ja, vielleicht hat man damals schon, wahrscheinlich hat man damals schon Kamele geschlachtet, ja, vor dem Islam. So, wie man ja weiß, ist sehr viel reinkopiert worden. Sehr wahrscheinlich. So. So, Leute, ja, also um das mal zu verdeutlichen, wir würden jetzt hier unseren Bäcker umbringen, ja. Wir Christen, stellt euch mal vor, Leute, wir Christen würden rumlaufen und uns christliche Brüder töten, verbrennen, weil sie nicht beten. Stellt euch mal vor, was das für ein Glaube ist. Man fragen Leute, ob der Glaube von Satan ist, ja. Also noch eindeutiger geht es gar nicht. Wir können hier schon wieder Stopp machen, ja. Das ist unfassbar. Ali hat Leute, Mohammed wollte auch Leute verbrennen. Soweit ich weiß, hat er sie dann nicht verbrannt. Er wollte erst, ja. Hat dann sich anders entschlossen, sie zu bestrafen. Aber Ali hat dann das wirklich dann gemacht, die Leute verbrannt, ja, die nicht angebetet haben. Also Ali, das ist der, den eher die Schia folgen, ja. So. Lieber Fahid, ja. Wie wütend wir auch manchmal sind, ja. Wenn wir sehen, zum Beispiel, da wird ein kleines Kind vergewaltigt, der wird freigelaufen vom Richter und wir sehen den Typ. Ich würde am liebsten nach Altem Testament handeln, ja? Aber nicht so, dass wir den verbrennen, ja? Im Alten Testament steht, wie so ein Mensch damals, ja, was man mit dem hätte machen sollen, ja? Und was Könige, selbst Könige, ja, die ein Volk befehlten, ja, die ein Volk befehlten, denen es egal war, dass sein Volk vergewaltigte, raubte und was sonst was, den hat man sogar an einen Pfahl, an einen Holz, ja, Pfahl oder ja, hat man ihn sogar angebunden und ja, steht alles da drin, wie man mit solchen Leuten umgehen sollte im Alten Testament. Bin ich ehrlich, ein Richter lässt so einen Typ frei, da macht er sowas wieder, ja, wird wieder freigelassen, ja, was willst du mit so einem Mensch, ja? Jetzt mal ganz ehrlich, aber wir können solche Menschen nicht verbrennen, ja? Manche Moslems sollte man lebendig verbrennen. Erstens musst du auch sagen, dann begründen, warum, weshalb, ja, also ich sag dir jetzt, deswegen sage ich dir, laut Altem Testament, wie wir mit solchen Menschen umgehen sollten,
Ja, und auch nur, wenn sie was tun, wenn sie Hobbymörder, Hobbypädophile sind, Hobbyvergewaltiger sind. Ja, ein Dieb, die Rache ist mein, sagt Gott. Ja, die Rache ist mein. Aber besteht die Rache da drin? Besteht die Rache da drin, dass wir den Sündiger bestrafen? Ja, lest euch mal bitte Jesaja durch. Lest euch Jesaja durch, da sagt Gott ganz klar, dass wir solche Menschen, ja, da fordert er uns ganz klar auf, dass wir sie bestrafen sollen. Ganz klar sagt Gott, wir sollen sie bestrafen. Und das zählt jetzt nicht mehr. Also Jesaja, die Prophetien zählen, die Prophetien von Jesaja zählen, aber was, aber was Gott da sagt, dass wir sie bestrafen sollen, solche Menschen, das zählt nicht. Leute, Frage, ja? Also, ja, man muss schon gucken, ja, und hier Behörden, Richter oder sonst was, ja, kommt mir nicht blöd, ja, wenn ihr nicht in der Lage seid, solche Leute, ja, auszuweisen oder einzusperren, dann müssen wir gucken, wie wir sie bestrafen legal, ja, weil ihr erlaubt Muslimen, unsere Frauen zu vergewaltigen, unsere Kinder zu vergewaltigen und lässt sie wieder frei, dann müssen wir Christen gucken, was unsere Bibel sagt, ja, was, wenn ihr nicht agiert, wie wir eben agieren sollen. Habt ihr verstanden, liebe Richter? Ja, und kommt mir ja nicht blöd. Was? Moment, Flugzeug. Kann ja wohl nicht sein, die Richter lassen Vergewaltiger wieder auf freiem Fuß. Das ist ja unfassbar. Unfassbar, der hat es nur einmal gemacht. Leute, ein Vergewaltiger wieder auf freiem Fuß lassen. Das ist doch kein, das ist doch kein, das ist doch kein Kaugummi-Clown. Was ist los mit den Richtern, Mann? Was bedeutet es, dass Gott einen Sohn hat? Weil die Römer und Griechen haben auch an Götter geglaubt und diese Götter haben Söhne und Töchter. Hier sieht man ganz klar, dass in der Mythologie, diese alten Glauben, diese alten Religionen, die Götter selbst Sex hatten mit Götter unter sich und auch mit Menschen, dass Herkules rauskam zum Beispiel. Ja? Da sagt das ja die Mythologie selbst. Doch bei uns ist das so, ja, da sagt Gott bei uns nicht, dass er Sex hatte. Wir sehen zum Beispiel ja bei den Pflanzen, in der Tierwelt, überall. Ja, wir sehen, ja, der Baum hat seinen Samen. Ja, zum Beispiel eine Eichel, daraus kommt wieder aus der Eichel, ja, aus dem Eichelbaum, ja, kommt der Eichelbaum. Ja, aus einer Kartoffel kommt eine Kartoffel, aus einer Bakterie kommt eine Bakterie, aus dem Virus kommt ein Virus. Wir haben so viele verschiedene Arten der Teilung. Ja. Wir haben Zellteilung, wir haben Erneuerung. Ja. Ich nenne es mal Erneuerung. Ja. Wir haben Erneuerung durch Sex, Erneuerung durch Zellteilung. Erneuerung durch Samen in der wie Mensch wie Samen in der Pflanzenwelt. Wir haben ja, Fortpflanzung im Bestäuben, ja, durch Polypen, durch Pollen und was auch immer, ja. Und hier, Leute, guck mal, ganz einfach, eine Bakterie teilt sich, muss kein Sex machen, ja. Wie der Dr. Wake-up ganz einfach Schachmatt. Eine Bakterie teilt sich. Diese Bakterie, wenn sie nicht manipuliert wurde, ja, wenn sie nicht manipuliert wurde durch, ja, ja, also gen manipuliert wurde oder was auch immer, wenn sie oder selbst keinen Defekt hatte, sagen wir mal, dass sie gesund ist. Diese Zelle teilt sich. Aus dieser Zelle, die sich geteilt hat, sind zwei Zellen geworden, die absolut identisch sind. Von DNA bis Zellstruktur, bis zum Plasma, nennt man das Plasma. Ja. Allem, die Größe und sonst was, ist alles absolut gleich, absolut identisch. Diese zwei Zellen teilen sich wieder. Ja. Aus 1 macht 2, aus 2 macht 4, aus 4 macht 8. Ja. Und die sind alle absolut identisch. Also eine Zelle, eine Bakterie, ein Virus, ja, ist in der Lage, sich selbst zu teilen, ja, und milliardenfach dasselbe zu sein, was es vorher war, aber Gott nicht. Eine Bakterie kann das, aber Gott kann nicht, ja, in drei Personen sein und eins sein. Ja? Aber die Bakterie kann, ja? Seht ihr, das ist das Problem, warum Muslime manchmal so dumm argumentieren, weil viele extrem ungebildet sind oder es einfach ignorieren, die Wissenschaft von heute.
wenn ein Imam, den er erzählt, Koran ist Wissenschaft, oh, nehmen die das sofort an. Haben aber überhaupt gar keinen Plan von Wissenschaft, weil dann wüssten die, dass der Koran überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ja? Dass Wissenschaft sogar den Koran widerlegt, ja? Und unseren Gott sogar bestätigt. Ja? Archäologie, Geologie, ja? Dass wir sehen, dass selbst die Tierwelt, die Pflanzenwelt, ja, sich teilen kann und ein und dasselbe sein kann, dann kann das auch Gott, ja, kann man das so aussagen, aber wenn das doch eine Bakterie kann, dann kann es erst recht Gott. Und das ist hier, das heißt hier, ja, wenn die Römer doch, ja, die Unterschiede der das kommt von mir, ja, weil Sohn bedeutet ja, das kommt von mir, ja, was heißt das, dass, ja, auch diese Väter haben so eine Töchter, ja. Was bedeutet, dass Gott einen Sohn hat? Hier bedeutet das einfach nur, dass Gott, unser Gott, einen Sohn hat, das heißt, es kommt von mir, ja. Auch wenn es heißt, das Wort war von Anfang an da, trotzdem kommt es von dem Vater. Der Vater ist die Autorität, die absolute Autorität. Das Wort des Vaters ist von dem Vater, war von Anfang an da, ja, kam ins Fleisch. So. Und hier heißt es einfach nur, der Geist, das Wort ist Christus. Ja, wir lesen in der Bibel von Christus. Das Wort ist Christus. So. Und das Fleisch, Jesus, kommt von David. Darum sagen wir Jesus Christus. Darum sagen wir Jesus Christus. Jesus, das Fleisch von das Kommende von David. Doch Christus in der Bibel steht nicht im Alten Testament der Christus und hin und her. Da steht ja nicht Jesus Christus. Das heißt, der Messias wird kommen, es wird vom Christus gesprochen. Dieser Christus ist das Wort Gottes, das ist Christus. Jesus Christus ist das Wort ins Fleisch gekommen. Ja? Darum sagen wir Jesus Christus. Fleisch und, also Fleisch und Geist, ja? Fleisch und Wort, ja? Fleisch Sohn Davids, Geist Sohn des Vaters. Ja, Gott und Mensch. Gott und Mensch. Easy peasy. Ja, das heißt Sohn, der Sohn Gottes, er kommt von ihm. Ja, wenn ich einen Sohn mal habe, wenn ich einen Sohn habe, sage ich, das ist mein Sohn, dass jeder weiß, er kommt von mir. Verstehst du? Das heißt, der Sohn heißt, er kommt von mir. Ja? Oder soll ich sagen, ich habe mit dieser Frau Sex gemacht? Ja, dann ist das Wesen hier geschlüpft. Ja, es kommt von mir. Soll ich das so sagen oder soll ich sagen, das ist mein Sohn? In einem Satz weißt du, das ist mein Sohn. Hier steht meine Frau. Wir hatten Liebe gemacht. Das ist das Endergebnis. Ja, das bedeutet Sohn. Er kommt von mir. Und das bedeutet, was bedeutet, dass Gott einen Sohn hat? Das bedeutet, dass Jesus Christus, beziehungsweise Christus, von dem Vater kommt. Und wenn man sagt, der Sohn Davids heißt das, oder beziehungsweise Nachkomme Davids, heißt das, dass das Fleisch von David kommt. Ja? So, eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ja? Mythologie, alten Götter, Odysseus, Zeus und so weiter, hatten Sex unter sich, die Götter, auch Sex mit den Menschen, ja? Und hatten dann Götterkinder oder Halbgötter, Halbgötter wie der Herkules, ja. Das Vorbild der Christen ist Jesus und wer ist das Vorbild der Katholiken? Ganz einfach. Das Vorbild der Katholiken ist Satan, ja. Knallhart. Muss endlich mal ein Ende nehmen, ja. Wir sehen 800 Jahre, 800 Jahre war das, jetzt wo in Frankreich, Marcha, Marcha! 800 Jahre, ja, war der Dom in Frankreich, ja, Notre Dame, fast 800 Jahre alt. Wir sehen da Dämonen, nicht nur weil es jetzt in Notre Dame ist, wir wissen das schon vorher. Wir sehen zum Beispiel in Deutschland sehen wir das auch, dass es Kirchen gibt mit dem Pentagramm, ja, dem Pentagramm dran, Gesichter, oder beziehungsweise Popos, wo man ja den Penis in den Mund reinsteckt. Ja, ich bin immer ehrlich, ich tue nicht nur Islam kritisieren, ja, wir müssen auch mal ehrlich sein. Katholizismus, ja, dieser Dom. Ja, oder diese Kathedrale ist schon fast 800 Jahre alt.
Und da sieht man solche Dämonenzeichen und sonst was. Die Gründer, ich rede von den Gründern und die da oben im Katholizismus. Es zählt nicht, was ein Katholik, was du hier denkst. Ja? Wenn du den Nazis dich anschließt, weil du denkst, die Nazis sind voll cool, die haben doch recht, die haben doch Autobahnen gebaut, ja? Und du so ein Dummkopf bist, abstreitest, nicht begreifst, was die Nazis früher gemacht haben, ja? Du willst einfach nur. Die haben eigentlich schon ein soziales, gutes System. Die hatten eine gute Familienpolitik, aber nur für die Nazis, nicht für Ausländer, nur für die. Ja? Und wenn du, versteht ihr? Und das ist beim Katholizismus dasselbe, das müsst ihr endlich mal begreifen. Ja? Ihr tut euch dem anschließen, was die da oben sind. Ja, aber wenn der Papst ist scheiße, manche Bischöfe ja, vergewaltigen Kinder und die anderen Bischöfe tun die frei und oder der Papst tut die wieder freisprechen. Das sind ja nur die, das hat mit Katholizismus nichts zu tun. Du Dummkopf, das ist Katholizismus. Wach auf, ich war selber Katholik, ich will dich nicht beleidigen. Ich will dich nur hart aufwachen, ich will, dass du in den Himmel kommst. Und wenn du dich Katholizismus anschließt, verteidigst du, was Katholizismus jemals getan hat und heute tut. Ein Pädophilenring. Pädophile, die sich in die Religion eingeschlichen haben, ja, die sich in die Religion eingeschlichen haben, um geschützt zu sein, um ihre Geisteskrankheiten ausleben zu können. Ja, nicht nur Islam, Katholizismus genauso. Ja, wenn du ein Pädophiler bist, du weißt genau, die tun dich hier umbringen und töten. Du machst einen Pädophilenring, ja. Tust dich in Deckmantel einer Religion schleichen, ja, damit du auch noch ungestraft deine Geisteskrankheiten durchleben kannst, weil du bist ja ein Diener Gottes. Versteht ihr? Ja? Ein Katholizismus ist ein pädophiler, homosexueller Ring. Ja? Von denen wurde der gegründet. Katholizismus dient Satan. Sollst kein Geld anhäufen, die tun Geld anhäufen. Ja? Die gehen nach Afrika und sagen, hier tut keine Gummi benutzen. Und wir wissen ganz genau, die Kinder kriegen AIDS mit 50-50 Chance oder ich glaube sogar weniger, ja, die dann geboren werden. Kommt darauf an, ob die Mutter oder der Vater AIDS hat. Ja, wenn der Vater AIDS hat, kann die Mutter AIDS bekommen. Doch das Kind bekommt dann schwerer AIDS, als wenn die Mutter das AIDS schon hatte. Irgendwie so, ja. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Das kann sein, dass das Kind auch nur eine 15-prozentige Chance hat, AIDS zu bekommen. Kommt drauf an, ja. So. Und die gehen da hin und sagen, ihr benutzt keine Gummis. Und guck mal, die tun sich da vermehren wie die Karnickel. Ja? Armut, Armut, Armut. Die Kinder sterben. Jeden Tag sterben 5000 Kinder in Afrika an Hunger. Und die sagen, benutzt keine Gummis. Ja? Aber sie sollen AIDS bekommen und die Qual der Qual erleben, diese Menschen. Ja, hungern. Die Kinder nicht ernähren können. Wisst ihr, was das ist? Das ist Satansopferung. Sie behaupten, sie tun Dämonen austreiben in ihren Katakomben im Vatikan. In Wirklichkeit tun sie ja Dämonen kanalisieren. In Italien ist es so, einer ist ein bisschen geistig gestört, schon heißt es gleich, der hat einen Dämon. Ja, lass den mal hier reinkommen im Vatikan, ja, in die Katakomben rein und gleich Exorzismus anwende. Doch in Wirklichkeit heißt es das nur, in Wirklichkeit kanalisieren sie den Dämon, weil er ja gar keinen hat. Ja, was du versuchst zu entfernen, was nicht da ist, rufst du. Ja? Minus und Minus gibt Plus, oder nicht? Ja? War das nicht irgendwie so? Der Vorbild der Christen, genau. Der Vorbild der Christen ist Christus, habe ich gerade gesprochen, ist Christus. Das Wort, ja, natürlich der Vater und der Sohn. Ja? Aber das Problem ist nur halt bei uns Christen, wir können so stark an den Gott glauben, wie wir wollen, an den Vater. Es bringt nichts, wenn wir den Sohn nicht annehmen. Das heißt, wir müssen sozusagen, eigentlich ist das Vorbild Christus, denn du kannst den Vater als Vorbild nehmen, wenn du nicht als allererstes den Sohn annimmst, bringt das nichts. Der Vater sagt ganz klar, und Jesus sagt ganz klar, niemand kommt durch Vater zum Vater, denn durch mich. Ja? Der Vater, Jesus sagt dann aber auch wiederum, ja, wer ins Himmel kommt, wer den Wille des Vaters tut. Also, das Vorbild ist die Vaterfunktion, das, was er uns sagt, was wir tun sollen, durch das Wort Jesus Christus auch selbst. Somit sind beide unsere Vorbilder. Aber wir müssen Jesus als allererstes als annehmen. Annehmen müssen wir Jesus Christus, ja, sonst kommt. Er ist die Tür. Ja? Er ist die Tür. Ohne ihn kommen wir nicht zum Vater. Also ist Christus unser Vorbild. Ja? Von den Christen.
Außerdem ist der Vater Gott Essenz, ja. Jesus war auf der Erde in Fleisch. Er hat vorgezeigt, was er getan hat, was er von uns verlangt. Er hat das vorgemacht, war nie ein Heuchler, ja. Hat vorgezeigt, wie wir leben sollen, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Ja, werf keinen Stein auf jemanden, der einen Ehebruch begangen hat, ja, wenn du es nicht selbst auch schon getan hast, ja. Oder tu niemanden, ja, sei kein Heuchler und sowas. Gut, ja. Wurde die Arche Noah gefunden? Wenn ja, bedeutet das, dass Gott existiert? Ja, natürlich. Wenn die Arche Noah gefunden würde, jetzt können wir einen ganz kurzen Prozess machen, würde das natürlich ganz klar beweisen, dass es Gott gibt. Wobei wir 2300 mehr, ja, mehr. Wobei dass die Leute sich das merken können. Weil wenn du mindestens sagst, ist es ja nie falsch. Ja? Wenn du eins zu viel sagst, ist es schon falsch. Was aber, wenn du das aus Versehen gemacht hast, nicht vom bösen Herzen heraus und dich später entschuldigst, ist das auch kein Problem. Weil du hast ja nicht versucht, extra zu lügen, etwas falsch dazustehen. Aber deswegen empfehle ich, sagt lieber 33 weniger, weil dann sagt ihr auf jeden Fall die Wahrheit, es gibt 2300 Prophetien, die haargenau eingetroffen sind. Wenn es 2033 waren, hast du ja mit 2333 waren, hast du ja mit 2300 trotzdem recht gehabt. Ja? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann mir nicht alles merken. Ja? Da mache ich das lieber so. Ja? Und ich hoffe, ihr versteht das. Ja? Das ist, nicht mit bösem Herzen. Ja? Gut. Eigentlich an diesen 2300 Prophetien, die haargenau eingetroffen sind und die wir gerade hier sehen, können wir ganz klar schon feststellen und sagen, dass es Gott gibt. Denn Wissenschaftler selbst, hau dir diesen Satz jetzt mal rein, lieber Fahid. Wissenschaftler selbst sagen, ja, dass die Prophetien, die noch kommen werden von der Bibel, auch 100% eintreffen werden, weil die vorherigen auch 100% eingetroffen sind. Denn wir können nichts anderes erwarten, dass genauso die zukünftigen Prophetien eintreffen werden, genauso wie die davor 100% eingetroffen worden sind. So sagen, das musst du dir mal vorstellen, sagen Wissenschaftler. Die wissen schon ganz klar, ja, die sehen ganz klar, wenn 2300 Prophetien haargenau, Haar für Haar, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe eingetroffen ist, wie es ausgesagt worden ist, dann wissen die ganz genau, weil Wissenschaftler sind eigentlich schon welche, die eins und eins zusammenzählen können. Ja, und eins zusammenzählen können, ist hier nämlich genau das. Was? 2300 Prophetien sind gehackt und eingetroffen? Dann können wir nichts anderes erwarten, als dass die anderen restlichen Prophetien der Bibel auch 100% eintreffen werden. Hammerhart. Hammerhart, dieser Satz von diesen Wissenschaftlern. Ist das nicht fantastisch? Ja, unser Gott existiert. Die Prophetien sind immer, ja, wo du, wenn du mal schwächelst, mal Zweifel hast, mal schwächelst, mal Zweifel hast, denk immer an die Prophetien. Und das immer, ja, irgendwann mal hast du diese Zweifel nicht mehr. Weil du schon weißt, ja, Moment, ich habe meine Lösung, sind die Prophetien. Ja? Das ist so, ich will dir so erklären. Fängst an mit dem Christentum, dann hat man mal, ach, dies, das, ne? Mal so Zweifel, will ich nicht verurteilen, kann ja mal passieren. Ja? Und dann denkst du an die Prophetien, denkst du wieder so, was? Ja, bam. Und dann irgendwann mal sind die Zweifel komplett weg. Ja, die Zweifel kommen gar nicht mehr. Und das ist, warum ich manchmal so auch, da will ich mich bei euch entschuldigen. Manchmal bin ich so hart und so strikt, weil ich habe gesehen, ja, ich habe das Böse gesehen und ich habe das Gute gesehen mit eigenen Augen, ja. Ich weiß, dass es Gott gibt. Natürlich ist es für mich einfach. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal so arrogant oder hart oder sowas rüberkomme. Das will ich gar nicht. Ja, ich gebe zu, dass ich einen Vorteil habe, den ich habe gesehen. Ja, und gefühlt. Ja, und gehört. Und dann ist es natürlich, ja, guck mal, der kann hier bam, 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 bam. Ja. Ich meine das nicht böse oder will jemanden verletzen. Ja, es. Ich will auch nicht, dass ihr mir vertraut, ja, aber ich sage euch, ihr müsst auch Selbstsicherheit bekommen.
Selbstsicherheit bekommen. Ja, guck mal, Atheisten laufen rum, sind selbstsicher, weil sie Atheisten sind, weil sie glauben, ja, Affen sind ihre Cousins. Ja, die ganze Welt, ja, Tiere essen Tiere, dabei sind das alles Cousins. Ja, was ist das für ein Sinn? Du isst Schwein, Schwein ist dein Cousin, du isst Kuh ist dein Cousin. Ja. In der Tabelle, was nacheinander entstanden ist. Der eine ist ein entfernterer Cousin, der andere ein näherer Cousin. Ja? Wir fressen unsere eigenen Cousins auf. Das ist, was sie laufen stolz rum und sagen, ja, sind auch noch stolz drauf. Ja? Dass ihre Ideologie sagt, ich fress meine Cousins auf. Ja? Versteht ihr? Und sind noch selbstsicher. Wir Christen müssen auf diese Selbstsicherheit kommen. Und zwar durch Prophetien auch. Ja? Durch die Psalmen, die Sprüche, was wir fühlen, was wir wissen, ja? Wissenschaftliche Erkenntnisse durch Archäologie und Geologie, ja? Was uns total sicher macht, ja? Dass wir wissen, dass Gott gibt. Muslime, die beten einen Gott an und wissen ganz genau, dass es diesen Gott gar nicht gibt und machen voll auf selbstsicher. Sie täuschen euch an und machen voll auf selbstsicher, ja? Und wir Christen haben den einzigsten echten Gott und wir schämen uns vor unserem Gott. Ja, das ist unglaublich. So, was bedeutet Gott auf Arabisch? Gott auf Arabisch, das hatten wir auch schon mal. Gott auf Arabisch bedeutet ganz einfach, hier wieder ganz easy erklären bei Dr. Wake Up. Ja, Zeus. Ja, nehmen wir mal nicht Allah, nehmen wir mal Zeus, damit das einfacher zu verstehen ist. Ja, Gott bedeutet im Althebräischen Al und Neuhebräischen El. Ja, so würde man jetzt, und das hat man im Arabischen übernommen, Al, ja, und El. Man müsste also jetzt Neuarabisch sagen, wenn man sagen würde, der oder beziehungsweise Gott Zeus, müsste man sagen im Neuarabischen El Zeus, Zeus, El Zeus, ja, zum Beispiel. Weiß nicht, wie man es auf Arabisch sagen würde, ja. So müsste man sagen, Gott Zeus, El Zeus oder Al Zeus, Alt-Arabisch, Althebräisch übernommen in Arabischen, Al Zeus. Erkennst du jetzt, warum Allah nicht Gott bedeutet, sondern Gott La, Gott der Mondgott, der Name des Mondgottes ist La, Allah. Seht ihr, wie einfach das ist? Ja? El Odin, ja? El Odin. Wir haben zum Beispiel in Spanischen, in Spanischen ist jedes vierte Wort, weil die haben ja damals uns 800 Jahre erobert, jedes vierte Wort kommt vom Arabischen. Ja, Rayeta, Gaza, was weiß ich was alles. Ja, jedes vierte Wort hört sich entweder genauso an wie vom Arabischen oder es hat eine Ableitung, wo, ja, was vom Arabischen kommt. Seht ihr mal, was Arabien gemacht hat. Und wir sagen heute immer noch El. Ja, zum Beispiel El Sol. Gott, das heißt Gott. Also grammatisch anders bei uns, also man sagt zum Beispiel erst, ja nicht, also ist egal jetzt. El Sol würde heißen auf Neuhebräisch, ja, Gott Sonne. Grammatikalisch ist es andersrum auf Spanisch, ja, aber es würde heißen Sonnengott. Heißt noch heute El Sol. Wir sagen heute immer noch El Sol und La Luna, ja. El heißt aber jetzt er, ja. El heißt er, zum Beispiel El Hombre heißt der Mann oder ja, er oder der Maskulin, ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Das kommt immer noch vom Arabischen El, ja. Oder wir sagen heute in Spanien immer noch Allah, Allah, ja. Was heißt das? So wie Achayi, ach Herr, hier ist das Herr drin, Herr. Ich weiß sonst nicht ein besseres Wort zu finden, zu übersetzen, weil Allah ist ja Gott auf Arabisch angeblich, ja. Und Herr, ach Herr je, Herr, mein Herr, ja, kann ich das nur so übersetzen in dieser Art, ja. Und man sagt heute zum Beispiel, einer fährt Fahrrad, fällt um, sagt man Allah, ja. Das heißt ach Herr je, kommt aber von Allah, von diesem Gott, ja, Allah, ja. Ach je, der ist hingefallen. Ach je, der ist hingefallen. Allah. Versteht ihr, was ich meine? Immer noch haben wir übernommen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und aber in Wirklichkeit wurde gelogen und getäuscht, ja, gelogen und getäuscht, behauptet, dass Allah
Gott heißt, wirklich, man hat einfach das Getrennte zusammen. Ich weiß, dass die meisten das schon längst wissen, aber nochmal hier erklärt. Man hat Allah, Gott, La zusammengefügt, dann heißt das natürlich Allah und behauptet, Allah würde Gott heißen. Ja, ist aber gar nicht so. Bedeutet Mond Gott. Warum ist, warum? Ja, auf, wir sehen. Ey, hör mal auf, die Pfefferminze zu essen. Was ist mit dir los? Die, jetzt habe ich den Faden verloren. Was bedeutet Gott auf Arabisch? So, gut, egal, machen wir weiter, ja? Wieso glauben die Juden nicht an die Dreieinigkeit? Das ist genauso, warum auch heute Atheisten, Neodarwinisten, Evolutions-, was weiß ich, andere Leute, die an andere glauben, einfach nicht an an die Dreieinigkeit glauben. Ist genauso wie auch bei den Juden. Die Juden sind ja nicht andere Menschen. Die Juden sind ja genauso Menschen wie wir. Ist nur das auserwählte Volk Gottes. Ja? Das ist ganz klar. Warum ist es das auserwählte Volk Gottes? Habe ich ja schon mal im Video, glaube ich, gesagt, letztens. Natürlich nimmt man wenn ich das Beste haben will, nimmt man den besten Baum haben will, dann nehme ich natürlich einen Mammutbaum. Ja? Sind die Juden jetzt besser als wir? Nicht besser als wir Christen, sondern besser als die Beganen. Ja, sonst hätte Gott sie doch nicht erwählt. Denk doch mal nach. Warum hat Gott sie erwählt? Wir sehen heute, dass sie die krassesten Erfindungen, die 137 oder irgendwas mit 137, 40 oder 50, ich glaube 157 Nobelpreisträger gibt es Juden, wisst ihr, was das heißt? Ja? Die haben die krassesten Erfindungen gemacht. Ja, vom Militär, selbst vom Militär, ja, was die jetzt alles entwickelt haben, bis Kleinindustrie, mechanische Teile und was auch immer. Ja, ist einfach nur der Burner. Ja? Sie gehören zu den intelligentesten, zu den gläubigsten Menschen, ja, zu den fortschrittlichsten. Also Gott hat sie nicht, sagen wir es mal so, Gott hat sie nicht umsonst ausgewählt. Ja? So. Und das ist es einfach. Ja? Der eine Jude, wobei die meisten Juden sind ja schon messianische Juden, glauben ja schon an Jesus. Ja? Wissen viele gar nicht. Die meisten Juden haben Jesus schon angenommen, haben es geschnallt. Ja? Gerade jetzt, wo dieser, vor wann war das, vor 3 Jahren oder so, wo dieser Oberhaupt der Juden da gestorben ist und dann einen Zettel hinterlassen hat und gesagt hat, dass wahrlich Jesus der Gottsohn, der Sohn Gottes ist, sowas in der Art. Ja, aber das erst entlüftet hat, wo er gestorben ist, um eben, das ist nämlich das Problem, um seinen Status aufzuerhalten, hat er das erst nach seinem Tod, ja, offenbaren lassen durch so einen Zettel. Und das ist genau das Problem. Ja, Gott verleugnen, die Wahrheit verleugnen, weil er die Welt mehr geliebt hat. Ja? Darum nehmen Juden die Dreieinigkeit eigentlich an. Entweder nehmen sie sie an im Geiste, tun es aber nicht aus, weil sie die Welt mehr lieben. Weil sie einfach nicht dran glauben, weil sie nicht vorstellen können, dass ein Gott in drei ist, was auch immer. Ja, weil sie Atheisten sind. Es gibt sogar Juden, die Atheisten sind, ganz, ganz wenige, die an gar nichts mehr glauben. Ja, oder ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Teil jetzt geworden. Wir haben natürlich die sehr, sehr Fundamentalisten oder orthodoxen Juden, die jetzt wieder total am Aufsteigen sind. Ja, tun sich jetzt wieder auch schön stark wieder vermehren, die nur an die Tora glauben und sogar auch noch an den Talmud, soweit ich weiß, diese orthodoxen Juden, die den Talmud noch mitlehren. Und ja, gibt es viele, viele Gründe, tausende Gründe, warum jemand die Dreieinigkeit nicht glaubt. So wie andere Menschen auch, wie ein Deutscher, ein Amerikaner irgendwo oder einer aus Neuseeland oder was auch immer, weil er einen anderen Glauben schon hat, was auch immer. Ja, weil er von der Dreieinigkeit noch nicht gehört hat, gibt es einfach tausend Gründe. Kommt man in die Hölle, wenn man Halloween feiert? Ja, natürlich kommt man in die Hölle, wenn man Halloween feiert. Mal ganz, ganz klar hier, ganz strikt. Ja, Herr Dr. Wicker, wie geht der Dr. Wicker schon wieder ab? Was ist dabei, wenn man mal Halloween feiert? Leute, wisst ihr, Halloween? Halloween, das Gegenteil: Tod, Pest, Terror, Angst, Schrecken. Ja, zelebrieren, ja. Wenn man das mal früher gemacht hat,
dann nicht mehr tut, Buße getan hat, kein Problem. Aber wenn du das dein Leben lang weitermachst, den Scheiß, was weiß ich was, auf den Kopf zu setzen, ja, und denk nicht hier wieder, ich labe einfach, ich habe als kleines Kind Ostern, Weihnachten, weil du musstest, im Kindergarten, aber da, wo ich dann Kinderhort zum Beispiel oder sowas, ich habe mich auch im Kindergarten nicht, ich habe mir nie ein Kostüm angezogen, vielleicht ein, zwei Mal, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, wenn überhaupt, ja. Noch nie, ich habe zu meiner Mutter nie gesagt, hol mir ein Kostüm. Ich habe mir die Kinder angeguckt und dachte mir, was ist das hier? Ich habe als Kind sowieso immer mit den, wenn die anderen im Sandkasten gespielt haben, habe ich immer Karten gespielt mit den, Mädels, mit den Frauen, die da gearbeitet haben. Ja? Und dass ich nicht draußen sein musste, habe ich immer gesagt, ah, ich bin hingefallen, guck mal, ich habe mich verletzt und habe mich an die Brust drücken lassen. Ja? Und war bei den Erwachsenen. Ja? Man hat nie im Sand, ich habe nie im Sand gespielt oder sowas als Kind, als Baby oder sowas. Ja? Dass ihr nicht denkt, ich labe, habe es aber früher selber gemacht. Schon als Kind habe ich solche Sachen nicht gemacht. Die waren mir, wie sagt man, wie soll ich dazu sagen? Einfach eine eigene Erfindung für was? Für was? Für eine Woche, für einen Tag Spaß haben? Was für ein Spaß? Ja? Realitätsverlust? Ja? Imagination in die Realität reinbringen und dann die Imagination wieder rausholen und weiter die Realität zu folgen und die Imagination auch für aufs nächste Jahr warten, ja, in den Schrank stellen, die Imagination wieder rein in den Kopf machen. Für was? Für was? Ja? Wie gesagt, ja, dass ihr nicht denkt, ich rede hier einfach, ich habe mein Leben Halloween noch nie gefeiert. Ich würde niemals auf eine Halloween-Feier gehen. Niemals. Ja? Du kannst nicht als Christ den Tod feiern, mal ganz klar. Ja? Wie krass ist das? Wie krass, wie geht der ab? Nein, ja? Wie übertreibt denn hier der Dr. Wilkab? Leute, seid mir nicht böse, ihr kennt meine Härte. Ja? Ihr übertreibt mit eurer Dummheit. Natürlich sind wir Sünder. Natürlich machen wir Fehler. Aber doch keine derart Fehler, den Tod zu zelebrieren. Ja? Nicht wie übertreibe ich. Ihr übertreibt mit eurer Dummheit, wenn ihr das nicht versteht. Ich gucke zum Beispiel seit 8 Jahren keine Horrorfilme mehr. Und früher habe ich das voll gerne geguckt. Ja, in dem Sinne, weil mein älterer Bruder mich immer zu seinen Freunden mitgenommen hat und ich war 3 Jahre alt und schon die krassen Horrorfilme geguckt habe, mir, ja, zu Angst hatte wie sonst was. Und dann hatte ich keine Angst mehr, weil ich sowas schon gewohnt war. Und dann habe ich Horrorfilme geguckt, um zu gucken, mal gucken, was mich. Also was es schafft, mir Angst einzutreiben, ja? Und dann irgendwann mal, wuff, mein Geist lässt es nicht mehr zu jetzt. Was heißt jetzt? Seit 8 Jahren. Ich gucke seit 8 Jahren keine Horrorfilme mehr. Ja? Dass ihr nicht denkt, ich labe, labe, labe. Ich mache genau das, was ich sage, zum größten Teil. Natürlich sind wir alle Sünder. Ja? Du kommst in die Hölle, wenn du Halloween feierst. Ja? In dem Sinne, dieses Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, nächstes Jahr, putsch, bist du tot. Ja, du hast ständig den Tod gehalten. Alter, halt dich fern von dieser Pestilenz. Ja, Jesus sagt, seid fröhlich, den Tod zu feiern oder was? Leute, in Amerika ist das, in Mexiko ist es schon so weit, dass man einen. Ja, man hat angefangen, früher diese Toten und sowas rumzutragen und hin und her. Und was ist jetzt passiert? Das ist, was ich euch immer gesagt habe. Man wird immer mehr Religion, immer mehr Lügen in Religion einbauen, Teile einbauen, was sich Geisteskranke ja wollen. Und was ist passiert? In Mexiko hat man hunderte Jahre lang die Toten ja so getragen und sowas. El Día de la Muerte heißt es, ja. Das ist so eine Feier in Mexiko, El Día de la Muerte. Und dann feiert man die Toten, ja. Und was ist dann passiert? Jetzt hat man sogar einen Heiligen, was heißt jetzt schon lange, einen Heiligen, ja, einen Heiligen Dämon oder Hexe oder was ist das? Also einen Totenheiligen erschaffen. Und die beten den an. Versteht ihr? Kommen die in den Himmel? Frage ich euch. Kommen die in den Himmel, die einen Toten, den Heiligen des Todes, genau. Ja, El Santo de la Muerte heißt er. El Santo de la Muerte. Und El Día de la Muerte heißt die Feier, El Santo de la Muerte heißt der Heilige, der Heilige Tod, so wie Petrus, der Heilige Petrus, man so sagt, der tote Heilige. Versteht ihr? Ja? Den beten die an, kommen die in den Himmel? Frage ich euch jetzt mal. Gehe ich ab, übertreibe ich?
Natürlich kommst du in die Hölle, Digga. Wurde Jesus Blut wirklich gefunden? Da gibt es viele Filme darüber, schon seit den 50ern, glaube ich. Oder 60ern, weiß ich nicht, wo es richtig gute